Wir haben die Bengastdauer getroffen, für sowohl ein kurzes Bilan wie auch eine Aussicht auf die nächste Saison zu gehen. Mit 93 gefahrenen Kurstage war es ein ziemlich gefülltes Programm für die jungen Cyclisten. Und auch wenn am persönlichen Niveau nichts bei ihm rausgesprungen ist, sind die Ben und seine Equipe trotzdem ganz zufrieden mit seiner Arbeit. Ich sehe ein ganz positives Bilan und war eine lange Saison, aber eine Saison mit 93 Kurstage ist viel. Ich war die ganze Saison ziemlich konstant mit der Form. Zwei große Tiere gefahren, wo wir einen 9., 5. und 6. Platz im General rausgefahren sind. Also von daher kann ich super zufrieden sein. Natürlich auch nur im persönlichen Plan, also kein großes Resultat rausgesprungen. Aber was ich gemerkt habe, dass ich trotzdem viel Progress gemacht habe über die Saison. Und das war meine Satisfaktion von der Saison. Und ja, da hoffe ich natürlich, dass nächstes Jahr noch persönliche Resultate rausspringen und dass ich trotzdem noch dieselbe Arbeit machen kann für meine Co-Equipe wie das Jahr. Krankheitsbedingt werden durch Luxemburg 2013 für die Band nicht gut gelaufen, aber für nächstes Jahr ist hier ganz zuversichtlich. Das ist ein realistisches Ziel. Für Luxemburg hatte ich frei gehabt, aber natürlich hatte ich die Chance, dass ich krank war, weil meine Form nicht so wie sie soll sein. Weil du schon, dass ich die Chance nicht nutzen kann. Aber natürlich, also zum Beispiel, wenn wir nächstes Jahr in Luxemburg dabei sind, das ist natürlich ein Ziel, das ich setze, um guter Form zu sein, dass ich so viel dabei fahren kann und auch ein Resultat kann machen. Der Ben hat dieses Jahr sich gestärkt als wertvolle Co-Equipier an der Vuelta und auch um Giro beweisen können. Mit einer Partizipation an der Grand Boucle gibt für den AG2R-Fahrer ein Drama in Erfüllung gehen. Ich hoffe natürlich, dass ich nächstes Jahr beim Tour de France dabei bin. Aber natürlich ist es schwer, besonders mit der Equipe von Moon. Es sind immens viele Leader dabei, die die Originalklassement können fahren. Und ja, ich bin echt eine Co-Equipe. Mal auch ein großes Tour, wo ich gefahren bin. Ich habe eine super Arbeit gemacht. Ich hoffe, dass ich die Arbeit auch einmal beim Tour mache. Aber die Selektion für den Tour ranzukommen, ist natürlich immer schwer. Und ja, ich hoffe, dass ich genug bewiesen habe, dass ich mitfahren kann. Das Ziel ist, um einen sehr großen Tour nächstes Jahr zu fahren. Aber natürlich am letzten Tour, oder wenn Giro oder Walter am Massen, mit denen kann ich auch leben. Dann bin ich auch ganz froh, dort zu fahren. Aber natürlich ist das Ziel, dass ich am Tour dabei zu sein, dass die Kurs, wo ich noch nicht gefahren bin, wo noch fehlt. Aber auch die Kurs mit mich Prestige. Also wäre ich natürlich gerne dabei. Für 2014 hat der Benzing Equipe sich noch viel geholt, aber will mit der nötigen Verstärkung an der Spitze mitfahren. Aber als allererstes stehen 3 Wochen Vakanz im Programm, ehe es am Training los geht. Für nächstes Jahr haben wir recht wenig Changement an der Equipe. Da sind sich die Equipe ganz zufrieden, wie es funktioniert. Mit Merkur sind auch ganz zufrieden. Besonders auf den großen Etappenkursen. Da fehlen noch ein paar Viktoren. Da sind wir noch nicht immens viele Viktoren. Ich schaue auch besonders an den Kursen, an der Welschen, Tour de Flandern und Paris-Roubaix. Da waren wir nicht immens präsent. Da haben sie ein bisschen Verstärkung geholt mit Damien Gaudin und Thiago, die sie schon bewiesen haben. So, dass wir in dem Bereich auch nächstes Jahr verstärkt sind, wo wir auch hoffen, dass wir nächstes Jahr auch auf diesen Kurs noch mehr Präsenz können weisen. Für dich gehe ich wohl 3 Wochen an die Vakanz und dann Anfang November geht es oben mit Louis mit trainieren. Dann ist es da schon mal schon vom 18. bis zum 22. November in der Birge, wo die Equipe zusammen können, für sich kennenzulernen, mehr, wo wir kein Velo fahren, wo wir andere Aktivitäten machen, und ja, dass die Equipe sich findet. Und dann im Dezember schon ist da schon mal richtig Kilometer fahren nach Spanien. Und dann am Mitte Januar geht schon das Last mit der Kurse. Also Zeit geht sehr.